Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir haben es geschafft von. Das tue ich an. Von Brünnla, der Insel der Irren, zu entkommen. Nur um in einer Unterwasserstadt voller menschenfressender Fischmenschen zu landen. Yay! Und der König hat einander klatsche. Also ja, das haben wir schon das letzte Mal rausgefunden, dass der König von diesen Seekerlen hier böse ist. Denn er will Herzen fressen, die wir für ihn rausreißen sollen. Ja, und vorher sollen wir bitte mit der Oberpriesterin hier nochmal reden. Der Heilvater wacht. Benötigt ihr die Dienste dieses Tempels? Ja, was habt ihr anzubieten? Oh ja, hier können wir auch handeln. Handel betreiben. Wenn wir es denn wollen. Also ja, wir könnten konzentrierte Heiltränke hier kaufen. Von denen wir aber noch mehr als genug haben. Schleuderkugeln und so Zeug. Ein paar Zauber. Sehr viele Zauber eigentlich. Da ist immer noch der Hauptmann. Eine Gabe für euch, Sekula. Öffnet eure mächtigen Kiefer und nehmt euren ehemaligen Diener als Fleisch an. Er soll euch nähren. Ach ja, und da wird die falsche Priesterin gerade geopfert. Wir sind mächtig, Vater Hai. Wir schlagen ohne Furcht und Gnade zu. Nehmt diese Geschenke als Zeichen unserer Macht. Hohepriesterin, ja, nein. Ihr fallt hier weiterhin aus dem Rahmen. Das ist normal bei uns. Also schön, dass ihr gekommen seid, um mit mir zu sprechen, bevor ihr aufbrecht. Der König hat mir aufgetragen, euch Anweisungen zu geben, wie ihr die Basis des Prinzen erreichen und betreten könnt. Das Hauptquartier des Prinzen befindet sich am anderen Ende der Stadt, hinter einem Raum mit zwei großen Toren. Vor langer Zeit erschien Sekula dort und tötete mehrere tausend Ungläubige. Er verkündete, dass es keinem Heretiker mehr möglich sein solle, die Stadt zu betreten, und versiegelte die Tore. Er platzierte seinen Zahn über den Toren, sodass wir sie öffnen konnten. Später kam die Drow. Sie stürmten die Stadt mit Hilfe ihrer mächtigen Magie. Sie wurden von einem mächtigen Magier angeführt. Er entriss den Zahn unserer unaufmerksamen Wachen, um uns an einer Verfolgung zu hindern. Der Magier errichtete im südwestlichen Teil dieser Stadt ein Gebäude. Er wurde getötet, aber die Sala gibt es noch immer. Sekulas Zahn befindet sich dort drin. Er ist nicht unbewacht. Wir benötigen ihn nicht wirklich. Wir reisen durch den Ozean. Aber ihr benötigt ihn. Sucht dieses Bauwerk der Drow, überwindet die Wachen und beschafft euch den Schlüssel. Ich werde die Anlage der Drow betreten und mir den Schlüssel holen. Ausgezeichnet, dann will ich gleich zum nächsten Punkt kommen. Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Unser König ist verrückt, das habt ihr sicher bei der Audienz erkennen können, ja? Er ist das Ergebnis von schlechter Zucht. Wie schon sein Vater hat er viel zu viele von uns getötet oder ins Exil geschickt. Unsere Zahl ist so stark geschwunden und unsere Blutlinie ist zu dünn geworden. Wir müssen das zurückerhalten, was uns genommen wurde. Prinz Vilinati, der Anführer der Rebellen, der sich außerhalb der Stadt aufhält, ist unsere einzige Hoffnung. Mit dem Prinzen auf dem Thron wären wir wieder stark und wir könnten wieder gegen den Illithid und die Drow kämpfen. Ich stehe mit den Rebellen in Verbindung und die Zeit, um zuzuschlagen, ist gekommen. Was sagt ihr, Mensch? Sicherlich empfindet ihr unserem verrückten König gegenüber keine Loyalität. Helft ihr uns oder wir werden von den Bewohnern des Unterreichs überrannt. Was genau muss ich tun? Und warum genau seid ihr euch so sicher, dass ich hier einfach dem König von eurem Plan erzähle? Nein. Der König hat mir eine Belohnung für den Tod der Rebellen angeboten. Was bietet ihr mir an? Ich habe kein Interesse daran, eurer Rasse zu helfen. Keine weitere Diskussion mehr. Was genau muss ich tun? Ich ersuche euch doch nur, dass ihr mit Prinz Vilinati redet. Das ist alles. Hört euch an, was ihr euch anbieten kann und dann entscheidet, was ihr tut. Ich werde euch eine Kugel mitgeben, die Rebellen als Zeichen erkennen werden. Sie werden euch zu Vilinati bringen. Natürlich nur, wenn ihr dazu bereit seid, mit ihm zu reden, statt ihn zu töten. Warum seid ihr euch so sicher, dass ich hier einfach dem König von eurem Plan erzähle? Ja, der König hatte mir die Belohnung. Na gut, ich bin bereit, mit diesem Prinz zu sprechen. Gut, hier ist die Kugel.
Wenn ihr sie noch im Gepäck aufbewahrt und die Stadt der Höhlen verlasst, werdet ihr von einem Verbanden angesprochen werden, der euch zum Prinzen bringen wird. Ich bete, dass ihr und der Prinz euch einig werden könnt für das Wohl meines Volkes. Und gönnt und möge Sekula euch behüten. Ja, jetzt haben wir hier neue Sachen. Nach Datum. Wir haben immer noch Einlass ins Heim. Drittes Kapitel haben wir gar nichts mehr. Hier haben wir immer noch Kagax Kopf und die Sache mit Suna Seni. Hier haben wir immer noch das Problem mit dem Einlass ins Heim, dass wir das immer noch dort haben. Naja, kann nicht immer alles super funktionieren. Nachdem ich in eine Stadt weit unter der Oberfläche des Ozeans hinabgerissen wurde, hat mich die Hohepriesterin Seniti des Heilgottes Sekula begrüßt und mir erzählt, dass ich für einen höheren Zweck bestimmt sei, den Sekula in einer Prophezeiung geweissagt hat. Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhaben, aber ich werde nur zu dem Sahuagin-König gebracht. Die Hohepriesterin scheint zu glauben, dass in der Prophezeiung von mir die Rede ist und dass ich die Stadt der Sahuagin retten werde. Eine andere Priesterin ist jedoch nicht der Meinung und König Xetokal hat beschlossen, dass ein Kampf die Sache entscheiden soll. Ich habe die Herausforderung angenommen. Ich habe das Ungeheuer des Königs vernichtend geschlagen und er hat bevor die gegnerische Priesterin für Sekula zu opfern. Ich bin jetzt erwählt. Der König will, dass ich den Anführer einer Rebellenbande außerhalb der Stadt töte und sein Herz mitringe. Dafür will er mich mit großem Reichtum belohnen. Ich werde die Hohepriesterin Senitili in ihrem Tempel aufsuchen. Sie hat vielleicht mehr Informationen darüber, wie ich zum Lager der Rebellen gelangen kann. Ich kann die Stadt nach Belieben betreten und verlassen. Hohepriesterin Senitili informierte mich darüber, dass die Türen auf dem Weg zum Lager der Rebellen mit dem passenden Schlüssel geöffnet werden können. Mit Sekulas Zahn. Dieser wurde vor langer Zeit von einem Dwarf gestohlen und in einem Gebiet im Süden versteckt. Hohepriesterin Senitili hat mich gebeten, den Rebellenprinz Vilinati aufzusuchen, ihm dabei zu helfen, die Sahuagin vor dem verrückten König zu schützen. Sie hat mir eine Kugel gegeben, die ich beim Verlassen der Stadt bei mir tragen soll. Sobald die Rebellen diese sehen, werden sie mich für ein Gespräch zum Prinzen führen. Ja, wenn ihr es wollt. So, aber erstmal ist noch ein bisschen Gold. Was hast du uns noch zu sagen? Habt ihr die Kugel? Ich hoffe, dass euer Treffen mit dem Rebellenführer gut geht. Möge Sekula euren Rücken schützen. Gut, okay. Natürlich. Ja, wir können uns jetzt hier ruhig in der Stadt umsehen. Und werden von Rebellen attackiert. Ja, wirklich viel haben die nicht zu bieten, die Rebellen. Weil die sind doch nicht ordentlich bewaffnet eigentlich. Und ja, wir gucken uns erst im Norden um. Die Stadt ist auch, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht groß. Nö, ist sie eigentlich nicht wirklich. Ich werde euch erledigen. Eure Stunde wird noch kommen. Oberwäldler spürt unseren Zorn. Meine Klinge wird euch schon zu. Rache ist mein. Oh, ich zeig euch einen richtigen Kampf. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja, hier sind alle irgendwie etwas aggressiv. Wir wollen auf die Nase haben von uns.
Wow, ein Gold. Hm, hast du noch was? Noch mehr Rebellen. Ruft euch zu sich. Eigentlich sollte das dieser Abstecher hier ziemlich schnell erledigt sein. Mit Betonung auf eigentlich. Na, je nachdem, wie viele Rebellen uns doch begegnen, kann das nervig werden. Führt das Loch hin? Gucken wir einfach mal. Das führt einfach hier runter, okay. Hier wird doch eine Frau schlagen. Ich hoffe, das ist kein Omen für das. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja, mach die da mal weg. Ist was los? Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Oh, stimmt, Kreatur. Nähre die Erde. Du stehst noch ein bisschen so, dass wir dich gut treffen können. Zeit aufzubrechen. Na gut, nehmen wir ein bisschen härtere Geschütze für dich. Haben wir hier noch Säurepfeile? Ja, hier haben wir auch noch Säurepfeile. Schön. Sie ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Oh, okay, okay, geht klar. Okay, bevor wir im Mond hier umkippt, locken wir den noch einfach mal hierher. Und Eri, du heißt im Mond. Ja, Hira, du heißt auch im Mond. Und Talisa, du heißt auch im Mond. Man merkt, wir haben mit dem Mowen kein... Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Auf der Tür befindet sich folgende Schrift. Aber beim Zahn Sekulas, hier kommt niemand vorbei. Okay, das heißt, wir brauchen da den Zahn. Um in den Bereich hier unten zu gelangen. So. Dann gehen wir halt mal hier lang. Hier haben wir nichts außer dem High Ground. Auf geht's, kein Problem. Dann werden wir doch auch mal ausnutzen. Komm, das kriegst du hin. Immun. Na gut, dann eben nicht. Braucht ihr etwas? Was möchtet ihr?